Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Quest-Gameplay, aber das Game, was ich euch vorstelle, gibt es auch für SteamVR, also kein Problem, wenn ihr entweder SteamVR-Brillen nutzt oder die Oculus Quest 1 oder 2. Ihr könnt das Spiel hier auf beiden Plattformen nutzen. Und ja, es handelt sich um das Game Yuki und bei Yuki, ja, da spielen wir quasi eine Actionfigur und es ist ein Roguelike-Game. Das heißt, wenn wir sterben, geht es wieder komplett bis zum Anfang und wir müssen von neu anfangen. Das Gute ist aber, bei jedem Mal, wenn wir spielen, können wir uns Sachen freischalten und werden dann immer besser. Der Charakter wird immer besser und bleibt auch besser. Und somit werden die Level dann nach und nach einfacher. Ich bin jetzt nicht so allzu weit gekommen, aber man hat gemerkt, wenn man diese Upgrades nutzt, der Charakter wird besser und das merkt man auch ständig. Und jetzt schaue ich mal mit euch zusammen hier die Oculus-Seite an. Und hier sehen wir es, das Game kostet 19,99 € und hat volle 5 Sterne, 56 Bewertungen. Und ich finde auch, das Spiel ist an sich komplett stimmig. Die Grafik ist toll, sieht echt super malerisch aus, sage ich mal. Passt einfach. Die Musik ist echt, passt auch wie, man sagt ja so schön, wie Arsch auf Eimer oder wie Faust aufs Auge. Und das Spielprinzip gefällt mir. Also man hat die Controller in der Hand, hat einmal die Yuki, entweder links oder rechts, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, das kann man auswählen. Und dann hat man noch so einen kleinen Sidekick, der erklärt uns auch das Spiel so am Anfang ein bisschen. Und mit den beiden quasi spielen wir dann, müssen durch den Raum, also man steht am besten auch, weil man sich auch ein bisschen bewegen muss beim Game. Man muss ausweichen und das ist besser, wenn man steht. Und das ist nicht einfach. Es wird immer schwerer. Die Gegner schießen nachher nur noch. Und man ist dann nur noch am Ausweichen. Und man muss dann auch immer so Orb sammeln. Damit kann man die Upgrades holen und kriegt dann auch im Spiel nochmal kleine Upgrades. Also echt cool gemacht, finde ich. Quest 1 und Quest 2 wird hier unterstützt. Und es soll auch noch irgendeinen Endless-Modus geben, der kommt aber noch. Momentan gibt es diesen Patrol-Modus, wo man auch einen kleinen Story-Part durchspielt. Und aber bis man den durchspielen kann, ich glaube mal, da hat man einige Stunden in dem Game verbracht. Zeige ich euch nochmal ganz kurz hier auch die SteamVR-Seite. Und kostet hier auch 19,99 €. Alle Brillen werden unterstützt. Und echt cool gemacht, meiner Meinung nach. Ist auch mal wieder ein anderes, andere Art Game. Wir haben sonst immer gegen Zombies schießen oder es ist ein Wave-Shooter und das ist ein, auch mal wieder was anderes und ich finde sowas immer erfrischend und mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, ob euch es genauso geht. Könnt ihr ja gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, wie euch das Gameplay jetzt gefällt oder habt ihr das Game sogar schon probiert und sagt, boah, cool, das ist auch echt mein Fall. Und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und wenn ich ein bisschen besser geworden bin, vielleicht kann ich dann nochmal ein Gameplay machen, wo ich ein bisschen weiterkomme. Aber das ist jetzt erstmal so ein Ersteindrucks First Impression Video, damit ihr euch mal ein Bild von dem Game machen könnt. Hier haben wir auch nochmal die Homepage. Alles ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich finde, der Entwickler hat alles mit dem Game richtig gemacht. Bildet euch aber selber eure Meinung zu dem Game. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen beim Game Yuki. Und ich bin gespannt, was es hier zu erleben gibt. Es ist ein Roguelike-Game, das heißt, wenn wir sterben, sind wir direkt tot und müssen von neu anfangen. Wir können uns Upgrades verdienen, die wir auch dann permanent haben. Und so wird der Charakter natürlich immer besser. Und so kann man dann die schwereren Level irgendwann dann auch meistern. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. Also wir haben hier die Audio-Settings. Dann können wir uns hier die Controller-Einstellungen anschauen. Das ist eigentlich relativ übersichtlich. Wir können hier Rechts- oder Linkshänder auswählen. Ich bleibe bei Rechtshänder. Der Hoshi würde jetzt hier Linkshänder wählen. Ne? Und dann haben wir Reset Data. Also wenn man nochmal komplett von neu anfangen will, sollte man das da drücken. Und dann haben wir hier einen Petrol Mode und einen Endless Mode. Der Endless Mode kommt erst noch, der ist noch nicht fertig. Und ich würde sagen, gehen wir mal ins Game. Ich bin echt gespannt, was uns so erwartet. Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut.
mal kurz die Steuerung zu checken und das war's dann aber auch schon. Und ja, legen wir los, oder? Viel Spaß! Okay, wir sind hier in einem Zimmer. Wichtig ist noch zu erwähnen, wenn ihr irgendwo spielt und ihr seid dann irgendwie weit weg von dem Ganzen, einfach Thumbsticks beide drücken und schon haben wir einen Recenter und ja, sind dann wieder am Start. Ja, wir sollen natürlich die Kiste öffnen, aber wir schauen uns erstmal so ein bisschen um. Wir haben ein schönes Handy, ne? Katzenhandy. Ah, das ist natürlich schade, dass er direkt zurücksnappt, wenn man hier keine Unordnung machen kann. Ach, guck mal, Fischi. Wir müssen uns aber mal anschauen hier. Okay, das geht nicht. Kann man hier reingehen ins Teleskop? Ja, wow. Ja, das ist cool. Das war gerade der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben die Sternzeit 93.86719. Okay. Yuki will hier raus, ne? Komm, Yuki, komm raus. Ja, die lebendig gewordene Actionfigur, würde ich mal sagen, ne? Schnappen wir uns die mal. Gucken wir mal, wie die aussieht. Oh! Okay. Hi. Yuki and my favorite kid are back. You're just in time for our patrol. As usual, I'll be your loyal sidekick pod. Ja, also wir haben Yuki hier in der rechten Hand. Also je nachdem, ob man Längs- oder Rechtshänder spielt. Und den kleinen Kerl haben wir nachher in der linken Hand. Let's check if everything's in order. Klar, ist alles okay. Guck mal hier. I'm always ready. Yes. Can you collect all of these creative drive orbs? Also das ist auch... In dem Spiel müssen wir immer diese Orbs sammeln. Wir können davon nachher irgendwelche Upgrades kaufen und so weiter und so fort. Deal of power. Watch out, don't let the bullets hit you. Wow. Yeah! Yeah! Hold Yuki out in front of you. Mach ich. Ah, okay. Jetzt ist hier gerade was erschienen, so ein Energiebalken. This is Yuki's life bar. You will always see it. Ja. If you hit. Okay. Also diese grünen Orbs geben uns wieder Leben. They are mostly gone, but we bump into a few strings every now and then. Hm. It's a Space Ranger. We must keep them away from the Starflower. They want to steal its creative drive. Trigger. Ah, cool. Das ist cool gemacht. Haha. Okay, die kommen wieder. Very funny, Pod. That's what. Quick press A to activate shield. Okay, wir haben ein Schutzschild. Das lädt sich hier auf, wie wir sehen. Linker Trigger to freeze bomb. Ah, der kleine Kerl hat auch Eisbomben. Ah, jetzt kommen wir auch schnell wieder. Gut. Both the freeze bomb and shield will replenish with time. Ja, also wird er wieder aufgeladen. This petrol on the road. We got this. We got this. Genau, das wollte ich auch sagen. Und los geht's.
Okay, hier haben wir noch diese Orbs, die wir sammeln müssen. Und der kleine Sidekick kann die auch sammeln. Fire Rate up, Fire Rate. Wow! Wow! HP. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht durchkommen werden. Oh, jetzt haben wir ja die Eis. Ach, das war doch gemein, oder? Jetzt haben wir gar keine Chance mehr. So schön wird das nicht mehr lange retten, glaube ich. Juki! Ihr Schweine, ihr habt Juki getötet. Was war das denn gerade? Das kann man ja gar nicht schaffen. To the Workshop. Ja, wir brauchen mehr Feuerkraft. Ich hoffe, das war nur jetzt fürs erste Level so, weil wie soll man das schaffen? Das war ja Wahnsinn gerade. No. The Yokalians stole all the creative drive from our Star Flower. Without it, creation will become destruction. Ja, okay. Okay. Ja, war fürs erste Level und jetzt geht's wahrscheinlich dann wirklich los. By collecting creative drive, I can find your charms and power-ups to gear ups. Mal schauen, was es alles so gibt. Check your power-up collection, grab the master power capsule on your left. Let's return to the city and bring our stuff back. Aber kann ich mir dann hier auswählen? Nee, ne? Nee. Okay. Jetzt geht's nochmal in diese Stadt. Dann wollen wir mal schauen, ne? Wie es jetzt aussieht. Oh, oh, oh. Okay. So, Shield Charger, ja, den nehmen wir. Erstmal daran gewöhnen, dass man mit dem einen am besten die einsammelt und mit der dann wirklich schießt und sich wehrt. Das ist eigentlich mal ein anderes vom Spiel passiert, da für mich. Oh Gott. Card ready. Man sich denkt wie ein Kind mit Actionfiguren so genommen hat. Boah, ihr seid so hässlich. Wow.
glaube, wir bräuchten gleich echt mal irgendwie wieder Schild oder sowas. Lebensenergie. Okay, wir können noch nicht das Schild nutzen. Oh Gott. We must keep going. Ja. Komm. Da kommen jetzt wieder die. Up is so clear! Yes. Ja, Yuki, haben wir geschafft. Ich wollte dir gerade noch zeigen, aber. Und jetzt können wir vielleicht was im Workshop freischalten. Damit die Yuki mal wieder besser wird. Nein, doch nicht, okay. Also vom Look her gefallen die. Die Maps mir auch. Aber teilweise ist mir ist schon zu viel los für die Anfangslevel, muss ich sagen. Ha? Huh? Pulsmustern, die haben, diese Schießmuster, wird fast unmöglich. Auch vom Design her gefällt mir das mega. So. Card ready! Shield ready! Boah, ich verfeile jetzt hier. Schild haben wir noch, das ist gut. Boah. Ja, guckt euch das mal an. Das ist mehr Glück als alles andere. Aber wir haben noch eine Bombe, das ist gut. Oh, ein Ding oder was ist los hier? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie Alien, ne? Komm, komm, komm. Yuki, let's go! Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Wollen wir den irgendwie besser noch treffen?
Boah, ist echt hart. Also, ja, ist halt roguelike, ne? Also. New record! Jetzt müssen wir echt hoffen, dass wir was freigeschaltet haben. Und mir gefällt das Spielprinzip eigentlich. Auch klar, wenn es hart ist, aber man kann halt immer wieder Yugi aufleveln. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo sehe ich denn jetzt irgendwie was? Okay, wir können hier Charge Charm. Yuki can now charge your shots, release the trigger to charge. Ah, cool, was ist das? Vitality Charm. Grant Yuki a permanent increase of. Auch nicht schlecht. Hier können wir die Waffe aufladen, scheinbar. HP. Stopp. Können wir den auch noch mitnehmen? Ja. Okay. Nichts. Jetzt auch nur ein bisschen. Nicht nehmen, also legen wir los. Wir sind jetzt scheinbar ein bisschen abgegradet. Jetzt müssen wir schauen, ob wir ein bisschen ja, besser vorankommen. Okay, also wir sind direkt wirklich am Anfangslevel, ne? Also das ist natürlich hart. Aber jetzt werden wir mal checken, ob man wirklich merkt, dass wir es wirklich aufgeladen haben. Ja, die Schüsse sind ziemlich wichtig, dass wir die Feuerrate dann ein bisschen erhöhen. Wenn wir länger Zeit nicht schießen, dann haben wir wirklich so einen dicken Ball. Ja, man merkt auf jeden Fall direkt, dass sich was getan hat. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Junge, Junge, was ist denn los hier? We must keep going. Up is so clear. So, jetzt geht's direkt zur nächsten. Relic Tree. Ja, ich denke mal, wenn man ein bisschen längere Zeit gespielt hat, dann wird man natürlich noch besser merken, was Yuki jetzt kann. Das sind halt die permanenten Upgrades, die man hat. Machen den Charakter natürlich dann richtig gut. Ha? Mach auch viel zu wenig mit dem linken.
Ja, Rock-like. Ne, skip Workshop and retry. Ja, möchte ich. So, noch einen Versuch machen wir. We must keep going. Pod ready. Up is so clear. So, jetzt aber. Komm, Yuki. Schwer zu sagen, wann nehme ich jetzt hier das Schutzschild und die Fließbombe? Oder wann ist die vergeudet, ne? Also das Spiel sollte man auf jeden Fall im Stehen spielen, nicht im Sitzen. Kann ich nur empfehlen. Thank you.
hier wird Multitasking werden, ne? Mit dem Sammeln und so weiter. Pod ready. Jetzt haben wir vielleicht Glück, weil wir ein bisschen schnellere Rate haben. Also mit dem aktuellen Charakter und Skilltree habe ich noch keine Chance. Ja, Leute, das war Yuki und ein kleiner erster Einblick, was euch so erwartet. Und ich finde es echt gar nicht so schlecht. Ich finde es echt cool gemacht. Auch wieder so eine andere Art von Game. Also man hat ja so viele Sachen schon gesehen in VR. Und ich finde, das hebt sich auch so ein bisschen ab von allem anderen. Mir gefällt es, ist ein echt cooles Game, echt nett gemacht. Musik ist stimmig, Grafik passt echt gut zum Spiel, finde ich. Und das Design gefällt mir auch. Und ich bin gespannt, wie stark Yuki wird und wann wir dann mal den Endgegner dann schaffen. Ich denke, man muss echt ein bisschen hochleveln, bevor man da eine Chance hat. Oder ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Aber wie gesagt, ich kann das Spiel bisher vom First Impression oder vom Ersteindruck her empfehlen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es neue Videos oder Livestreams gibt. Und so unterstützt ihr meine Arbeit auch weiterhin. Und so wachsen wir zusammen. Ich habe ja echt schon eine coole Community aufgebaut hier und bin auch echt stolz darauf, dass ihr mich so toll unterstützt, egal ob Abos, Likes, Spenden und so weiter. Also möchte ich mich nochmal hiermit bedanken. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Bis dann. Ciao.